Sind wir beim nächsten Thema und da geht es nicht etwa um Backwaren, sondern um Backwaren. Das hat ja heute Morgen schon zur Verwirrung geführt. Mhm. Backwaren. Brot. Achtung, folgende heiße These. Vollkornbrot ist gesünder, kennen wir ja. Jetzt heißt es aber, unser Brotsommelier Axel Schmidt sagt, dieser Mythos könnte gar nicht stimmen. Es wird heiß. Es wird weiß. Und es geht um unser Frühstücksbrot. Mit mehr als 30 Goldauszeichnungen ist Axel Schmidt einer der erfolgreichsten Brotsommeliers der Welt und klärt alle Mythen rund ums Brot auf. Gleich zu Beginn gibt's mal ein Rätsel von mir. Hier habe ich 4 Brote und eins davon ist kein Vollkornbrot. Ja, richtig gehört. Eines dieser 4 Brote ist kein Vollkornbrot. Gern mitraten, die Lösung gibt's am Ende. Aber was ist denn eigentlich Vollkorn? Es ist ganz einfach. Vollkornmehl wird aus Getreidekörnern gemacht. Und wenn man das ganze Korn, so wie es hier ist, mit seinen Schalenteilen und dem Keimling vermahlt, dann ist es ein Vollkornmehl. Und hier habe ich ein Weizen-Vollkornmehl. Hier haben wir die Körner dazu. Also wenn wir diese Körner klein mahlen, dann kommt sowas dabei raus. Und ihr seht schon, das ist eigentlich ein feines Mehl. Also es ist überhaupt nicht so körnig, wie es der Name so hergibt oder wie man sich es manchmal vorstellt. Übrigens ist es für uns Menschen wichtig, dass Körner klein gemahlen werden. Denn in ihrer Rohform sind sie für uns nahezu unverdaulich. Jetzt haben wir es zerkleinert. Jetzt ist es besonders gut für den Körper, denn es bringt sehr viele Ballaststoffe mit und die sind wirklich gut für uns. Die bringen alle Abläufe so richtig ins Rauschen. Ballaststoffe sind gut für die Verdauung und gut für den Körper. Aber da stellt sich jetzt natürlich die Frage, ist Vollkorn denn besser als so ein normales, helles Brötchenmehl? Und da kann man sagen, es hat beide seine Vorteile. Vollkornmehl ist natürlich viel ballaststoffreicher, aber schwerer dann auch zu verdauen. So ein schönes Weizenbrötchen, die sind halt leichter verdaulicher, leichter bekömmlicher. Und es war übrigens schon im alten Ägypten so, schon vor 5000 Jahren, als die Pyramiden gebaut wurden. Denn damals hat nur der Pharao das besonders weiße Mehl bekommen. Und die ganzen Pyramidenbauer, die mussten das Vollkornmehl essen. Vollkorn hat also mehr Ballaststoffe als Weißmehlprodukte. Vollkorn ist dafür aber schwerer verdaulich. Dennoch enthält so ein normales Weizenbrötchen immerhin 45% mehr Ballaststoffe als ein Apfel. Und jetzt kommen wir zur Auflösung von unserer Frage vom Anfang. Also muss Axel alle Brote aufschneiden. Auch wenn sie von innen eine unterschiedliche Körnung haben, sind diese 3 Brote alle aus dem vollen Korn, also Vollkornbrote. Das hier ist der Übeltäter. Man meint eigentlich oft vermeintlich, dass diese Körner hier, diese Saaten, das Vollkorn ausmachen. Aber genau das ist es nicht. Hier sind nur Saaten, was eigentlich Samen von irgendwelchen Sträuchern sind. Wir schneiden es mal an. Sieht zwar super lecker aus, ist es auch und schmeckt und ist gesund, aber das ist kein Vollkorn. Gut, dass wir das geklärt haben. Danke, Axel.